Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich habe mal wieder ein Pop-Out für euch und zwar habe ich mal wieder ein bisschen gegossen, auch für Ü-Post oder Tauschpost und ja, deswegen gieße ich immer ein bisschen mehr und es sind zwei Brettchen, die ich voll habe und ich habe schon welche rausgeholt, die zeige ich euch auch noch, so Reste-Resin unter anderem. Und ein Herzchen. Aber das zeige ich euch gleich. Ich nehme das wieder aus dem Bilde und tue das neben mich stellen. Und ich zeige euch erstmal, was ich schon rausgeholt habe. Es sind Kleinigkeiten. Da haben wir als allererstes, das Licht ist ja heute wieder hervorragend. Ich hatte eigentlich die Softbox hier stehen. Aber irgendwie, jetzt seht ihr das besser. Ja, zeige ich euch, was ich schon rausgeholt habe. Gestern Abend, beziehungsweise, ihr seht das. Das ist einmal eine Waffel. Legen wir es mal da hoch. Dann habe ich noch eine Waffel und zwar die rosane hier. Wie gesagt, das ist Reste, ne? Ihr seht das schon. Da haben wir hier so eine Qualle und ein Delfin. Das ist das Glitzer, was ich so mega geil finde von Ideen mit Herz. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Dann habe ich diese tolle Rose hier gegossen. Seht ihr das? Also ich finde, sie ist mega, mega schön geworden, auch ohne Luftblasen oder irgendwas. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist die Form, die ich von der lieben Sassi geschenkt bekommen habe. Dann habe ich Bärchen. Wenn ich die das nächste Mal gießen würde, würde ich aber kein grobes Glitter nehmen. Das sieht irgendwie komisch aus. Ihr seht das gar nicht, oder? Doch, so ein bisschen, ne? Ja, ansonsten sind sie aber sehr süß. Aber ich würde halt irgendwie kein grobes Glitter da reinmischen. Das war irgendwie blöd. Dann habe ich auch die Form von der lieben Sassi bekommen. Habe ich den ersten Einhornkopf gegossen. Der ist in schönem Babyrosa, kann man sagen. Gefällt mir auch sehr gut. Und dann habe ich noch eine Schildkröte gegossen. Sieht auch interessant aus mit dem groben Glitter da. Aber wahrscheinlich würde ich das so auch nicht mehr machen. Aber ist egal. Ich mag sie trotzdem. Und zu guter Letzt, was ich schon rausgeholt habe, ist dieses Herz hier. Ich habe das praktisch so als Form gemacht und mal gucken, was ich da reinmache. Ich habe überlegt, da rein noch was zu gießen. Und das ist jetzt matt, das ist noch nicht glänzend, aber wenn man da eh noch was drauf macht, dann braucht man das ja auch nicht mehr zu beglittern, glänzend zu machen. Aber der Rahmen ist schon sehr toll geworden, finde ich. Das Rosa mit dem Glitzer, ja, harmoniert super. Finde ich klasse. So, das habe ich schon rausgeholt und jetzt poppen wir mal gemeinsam raus. Und zwar fangen wir mit der Rose an. Die habe ich jetzt weiß gemacht. Jo. Ist auch sehr schön, ist eine ganz, ganz tolle Form. Gefällt mir sehr, sehr gut. Haben wir hier eine weiße Rose. Gefällt mir. Dann haben wir noch hier so, ich nehme erstmal die kleinen, ne? Wir fangen mal klein an. Jo. Das ist das Glitter ein bisschen wenig. Also hier seht ihr das, das ist ganz cool. Aber da, nur auf einer Hälfte, ist ein bisschen seltsam, oder? Ein bisschen komisch. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Delfin in einem schönen Blau. Oh, das sieht toll aus. Seht ihr das? Ganz, ganz toller Blauton. Gefällt mir sehr gut. Und wie gesagt, das Glitzer, ich mag es. Haben wir auch das Männchenqualle zu dem Weibchenqualle, ne? Kann man noch ein bisschen biegen. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Und das Glitzer macht's einfach, ne? Finde ich. Dann habe ich mal zweifarbig ein Einhorn gegossen. Schauen wir mal, wie das aussieht. Bei dem Einhorn muss man mal aufpassen, mir sind schon mal die Beine abgebrochen. Das ist dann nicht so toll. Moment. So. Ja. Ein schwarzes Einhorn mit goldenem Glitzer und weiß. Ja, interessant, oder? Ist in Ordnung, würde ich sagen. Es ist halt ein Einhorn, zweifarbig. Dann habe ich nochmal den Einhornkopf. Wie gesagt, Resteverwertung halt. Ja. Dem Einhornkopf steht der Glitter auch nicht. Ja. Nein. Das gefällt mir nicht so. Das ist wie mit den Bären. Manches, da passt das irgendwie nicht, ne, würde ich sagen. Haben wir nochmal Resteverwertung. Einmal eine weiße Waffel.
Und einmal eine blaue Waffel. Jo, die sieht schön aus. Da, ja, passt der Glitter. So, kommen wir zu den nächsten kleinen. Naja, da haben wir halt einen Schmetterling hier, wo die Form mittlerweile, glaube ich, ein bisschen durch ist, weil das biegt sich so ein bisschen in der Mitte. Ich glaube, die kann ich wegschmeißen. Ja, das ist halt weiß mit ein bisschen Glitzer. Dann haben wir noch eine Schildi in weiß. Oh, die ist hübsch. Ja, die ist hübsch geworden. Ich mag die Schildkrötenform. Finde ich sehr, sehr süß. Ja. Oh. Schön. So, ich habe auch eine Schnecke gegossen, wo ich aber schon wette, dass die wieder ohne Fühler rauskommt. Weil das ist immer ein bisschen schwierig zu gießen. Ich mache das mal mit dem Zahnstocher. Ja, ich sehe es schon. Oh, sie hat nur einen Fühler. Ja, die ist schwierig mit dem Zahnstocher zu machen. Blöd. Hm. Ich behalte sie trotzdem. Ich behalte alle Schnecken. Ist nicht so schlimm. Dann habe ich hier noch diese Form gegossen. Und ich sehe schon, es hat Blubberblasen geworfen. Und irgendwie einen blauen Fleck da oben. Hm. Scheiße. Aber da habe ich mal so einen Wal gegossen. Auch von der Form, die ich von der lieben Sassi bekommen habe. Ja, da ist ein Fleck. Der stört. Der nervt mich jetzt. Seht ihr das? Scheiße. Aber ansonsten sehr hübsches Glitzer. Mist. So, was Buch? Entschuldigung. Haben wir noch was Kleines? Ja, ein Kleines haben wir noch. Und zwar auch wieder so eine Blume. Diesmal in Schwarz und Gold. Das sieht mega aus. Gefällt mir sehr gut. Ja. Eine schwarze Blume ist ein bisschen dünner. Ah ja, die andere ist ja auch dünner, wie ich sehe. Okay, ich würde sagen, nehme ich die zwei großen hier oben direkt. Bin ich sehr gespannt. Ich habe nämlich was getestet in einem. Ich weiß nur nicht, welches es ist. Ich glaube, das hier. Daumen drücken, Daumen drücken. Oh, da habe ich Muscheln eingegossen. Und so ein Unterwasserspektakel. Das gefällt mir sehr gut, wenn ich ehrlich bin. Man erkennt nicht so viel, weil das Blau ziemlich dunkel ist. Na, obwohl doch, man erkennt es schon. Aber das Funkeln im Hintergrund finde ich mega, mega schön. Habe ich die neuen Sticker eingegossen vom Dieter. Und Muscheln habe ich das erste Mal eingegossen. Und dafür, dass ich Muscheln eingegossen habe, ist es gar nicht so dick geworden. Die hier. Finde ich sehr hübsch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Mag ich. Oh, es hat geklappt. Sehr hübsch. Gefällt mir. So, dann habe ich hier was gegossen. Jetzt bin ich gespannt, wie das geworden ist. Das ist eine andere Form. Da habe ich ein bisschen zu viel Glitzer reingemacht. Weil eigentlich sind hier im Rand Muscheln. Hm. Scheiße. Das wollte ich eigentlich so als Teich nehmen. Ich wollte hier drin noch Entchen setzen. Mal gucken, ob ich das... Hm. Ich werde das machen wahrscheinlich, weil ich doch ziemlich viel Harz gebraucht habe dafür. Aber da hätte ich das Glitzer besser gelassen. Scheiße. Also hier sieht das wirklich wunderschön aus. Das hier gefällt mir sehr gut. Aber das jetzt nicht so. Und es hat viel Harz gefressen, wie ihr seht. Und da sind eigentlich Muscheln drin. Und dann wollte ich hier so noch eine Resin-Schicht machen und dann noch Entchen draufsetzen. Und so... Oh. Hm, muss ich nochmal überlegen, was ich damit mache. Sehr, sehr schade. Da war das Glitzer eindeutig zu viel. Aber ich kann es nicht mehr ändern. Ne? Es ist ja jetzt so. So, nehmen wir mal das nächste Brettchen. Habe ich die neuen Formen im Übrigen von der lieben Lena ausprobiert, die sie mir geschickt hat. Das ist schön geworden. Sein Einhorn mit weiß glitzerigem Hintergrund. Das gefällt mir. Das ist ganz schön. Jo. Ein Einhorn. Dann haben wir dieses hier. Das ist auch sehr schön geworden. Frozen, das ist für die liebe Lena. Weil ich habe für sie alles im Frozen-Stil gebastelt. Und ja, das gefällt mir. Da sieht das Glitzer wieder mega aus. Und das Blau, ne? So wie das hier. Doch, das gefällt mir sehr gut. Dann haben wir noch das kleine. Ah, das ist auch schön geworden. Wo kommt denn das Glitzer daher?
Naja, ist egal. Aber das ist auch sehr schön geworden. Habe ich auch für jemanden gegossen, wie man sieht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt machen wir dann dieses hier. Wir kommen langsam zum Schluss. Was ist das? Oh, es ging weg. Das ist auch sehr hübsch geworden. Ich mag diesen Hintergrund. Da hat es überall funktioniert, nur hier nicht. Scheiße. Ja, da steht auch Name. Das kann man jetzt nicht ganz so lesen. Aber wenn man es vor sich hält, kann man es schon ein wenig lesen. Also, das geht schon. Ja, ist auch Frozen, wie man sieht. Ist auch für die liebe Lena. Passend zu dem kleinen Anhänger ist der große. Gefällt mir auch. Und das hole ich jetzt nicht raus. Ich zeige es einfach nur mal, weil das da fehlt noch eine dritte Schicht. Und zwar hat jemand Geburtstag und dem habe ich so ein Sternchen gegossen, einen braunen Rand gemacht, dann hier das Bild. Und jetzt fehlt noch die letzte Endschicht, die weiße, deswegen hole ich sie nicht raus. Aber nur, dass ihr es schon mal so ein bisschen seht. Jetzt haben wir noch zwei Stück. Und zwar einmal dieses hier. Ich hoffe, dass eine davon, oder ich hoffe, beide sind was geworden. Das eine habe ich für jemanden gegossen und das andere für mich. Und das hat mich in den Wahnsinn... Oh, das ist das für mich. In den Wahnsinn getrieben. Weil das ist nämlich verrutscht. Aber es ist trotzdem wunderschön geworden. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Habe ich auch die neuen Sticker vom Dieter genommen. Finde ich mega süß. Ja, das behalte ich. Das ist für mich. Finde ich zucker süß und super niedlich. Und die zwei finde ich auch. Ja, sehr süß einfach. Ihr Kleid sieht man nicht ganz so. Und man sieht, es ist ein bisschen verrutscht. Ich habe das dann versucht zu schieben, aber es war schon angeliert und das war ein bisschen schwierig, das zu verschieben. Und ich hatte Angst, dass dann darunter Löcher sind, aber Gott sei Dank nicht und das ist mega schön geworden. Also gefällt mir wahnsinnig gut, hänge ich bei mir auf. Ja, mag ich. Kommen wir zum letzten, das ist dieses hier. Das habe ich für jemanden gegossen und ich hoffe, das ist was geworden, denn das ist immer ärgerlich, wenn das nichts wird, weil dann müsste man es nochmal machen. Ja, da hat sich die Farbe ein bisschen verändert im Oberteil, glaube ich, oder? Aber trotzdem ist es sehr, sehr hübsch geworden. Habe ich auch mit Namen gegossen. Der Name ist leider verrutscht, aber macht ja nichts. Also das ist ja nicht ganz so schlimm. Aber es hat eigentlich wunderbar funktioniert. Aber ich glaube, das Kleid hat irgendwie die Farbe, hat sich geändert. Hm. Naja, kein Problem. Ist ja egal, was für eine Farbe das hat, oder? Ist trotzdem sehr süß geworden, finde ich. Jo, gefällt mir sehr gut. Das war alles, ihr Lieben. Ich bin fertig, aber es ging ja trotzdem ganz lang. Die drei großen hier sind wirklich super, super schön geworden. Gefallen mir sehr gut. Das verärgert mich ein bisschen. Das finde ich ein bisschen scheiße. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es hat so viel Resin gefressen. Und wie gesagt, ich wollte da so einen Teich drin machen. Und ich muss mal gucken. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem machen, weil mir das einfach zu viel ist, um wegzuschmeißen. Und die Muscheln sieht man dann halt nicht, kann man nichts machen. Ist halt so, ne? Kann man nicht mehr ändern. Ja, ihr Lieben, gut. Ich habe fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.